Anscheinend, ja, würde ich sagen. Ging sie nicht auch irgendwo runter? Mädchen mit Schuluniform. Was war das? Ist etwas in diesem Zimmer? Ist aber nicht die Abstellkammer. Oder? Eine alte Akte auf Gepäckstücken. Es scheint sich hierbei um einen Bericht über einen Fall zu handeln, in dem Schatten wahrgenommen wurden. Da der größte Teil entfernt wurde, ist der Rest nur schwer zu entziffern. Subjekt Akari Narumi, Kunde Kyoku Narumi, Relikt persönliches Foto. Details gibt's nicht. Resultat Subjekt verstorben. Nichts, was ich dagegen tun konnte. Ein Mädchen in einer Schuluniform. Das Foto wurde bereits so oft zerknittert, dass man das Gesicht darauf nicht mehr erkennen kann. Also, Mädchen in Schuluniform sind auch cool. Um das mal so anzusprechen. Wo bin ich jetzt hier? Das ist das Büro. Steht auf der Karte sogar. Oh, sie kann doch nicht jede Tür so öffnen. Du wohnst hier immer noch. Wo geht's denn da hin? Gut, na, da wird nicht die Abstellkammer sein. Die ist bestimmt hier jetzt links, ne? Ja. Warte, wie muss ich das machen? Oder muss ich einfach nur... Ah, okay. Ich dachte, ich muss ein Foto machen. Da liegt etwas unter dem Bett. Es ist ein kleiner Schlüssel. Vielleicht öffnet er die Schublade. Was heißt Intermezzo? Staubige alte Unterlagen waren auch darunter. Es scheint sich um eine Anfrage für das Wahrnehmen von Schatten zu handeln. Fall abgeschlossen ist in großen roten Buchstaben darauf zu erkennen. Weil dieses Intermezzo, das habe ich mir eben schon gefragt, wo das da stand. So ein kleiner Zwischenteil, oder? Einfach nur. Subjekt Miku Hinasaki. Kunde Sachi Yama, Freundin. Relikt persönliches Foto. Details. Sie verschwand während der Suche nach ihrem vermissten Bruder, aber wurde kurz darauf wiedergefunden. Sie hat ein Kind, der Vater ist unbekannt. 3 Jahre später ist sie wieder verschwunden. Anmerkung: Fotografin. Kunde ist der Vormund ihrer Tochter. Resultat: Suche abgebrochen. Es wurde mehrmals versucht, Schatten wahrzunehmen, doch waren die Spuren zu schwach. Ich vermute, das Subjekt ist noch am Leben, jedoch wird ein stärkeres Relikt benötigt. Es kann durchaus sein, dass das Subjekt nicht gefunden werden will. Ein herzlicher, aber einsamer Gesichtsausdruck. Sie sieht aus, als würde sie sich jeden Moment in Luft auslösen. Das sieht echt nicht. Das sieht echt nicht so fröhlich aus. Hier scheint es noch mehr Seiten zu geben. Subjekt Tsumugi Katashina, Kunde Familienarzt. Relikt persönliches Foto. Details instabile Familie. Gibt sich selbst die Schuld am Streit mit Halbschwester, scheint sich selbst Verletzungen zugefügt zu haben. Anmerkungen: Die strikte Familie kann der Auslöser dafür sein. Der Arzt sollte sich dem annehmen, nachdem das Subjekt gefunden wurde. Resultat: Suche abgebrochen. Die Familie hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Die Angelegenheit wurde an die Polizei übergehen. Man hat mir ans Herz gelegt, die Ermittlungen einzustellen.
Ihr Gesicht strahlt einen Hauch von Traurigkeit aus. Sie wird noch immer vermisst, jedoch hat ihre Familie die Suche nach ihr aufgegeben. Das ist ja natürlich sehr nett. Fall abgeschlossen ist in großen roten Buchstaben zu erkennen. War das nicht bei den anderen auch? Subjekt Yuri Kusukata. Sind das nicht wir? Kunde keiner, Relikt persönliches Foto. Details emotional instabil, nachdem die Familie in einen Unfall verloren hat. Geht seit einigen Tagen nicht mehr zur Schule. Oh mein Gott. Laut Nachbarn hat sie das Haus wie immer verlassen. Anmerkung: behauptete Dinge zu sehen, die für andere Leute unsichtbar sind. Scheint sich nun erholt zu haben. Resultat in meiner Obhut. Beobachtung notwendig. Hier ist sie sicher. Jedoch sollte ihr aufmerksam zugehört werden. Ich werde eine Zeit lang auf sie aufpassen. Hier ist es sicher. Und wieso öffnet sie die Türen nicht, wenn es hier so sicher ist? Und wieso bist du verschwunden? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ein Foto einer Abschlussklasse. Was für ein intensiver. Warum steht das da? Sie sagt das doch, so gesehen oder nicht? Ob ich mich seither wohl. Ja, guck, sie sagt es. Ich sag doch nicht zu meinem Bild, das ist ja so ein Gesichtsausdruck. Macht man nicht. Denke ich mal. Ich mach's nicht. Ob ich mich seither wohl sehr verändert habe? Mir fällt es doch immer nicht leicht, in den Spiegel zu schauen. Da sieht sie aber auch so traurig aus. Ja, man kann natürlich wieder nicht in ihr Gesicht sehen, um vielleicht nachzugucken, ob sie traurig aussieht oder nicht. Aber so wie sie läuft, ist sie glücklich. Ist halt echt so. So, jetzt gehen wir wieder hier hin und öffnen die Schublade. Mein, geht auch das so ins Auge? Was ist das? Einfach nur, ist das ein Bild? Soll das ein Bild sein? Ich weiß nicht. Eine Akte befand sich in der Schreibtischschublade. Sie beinhaltet Fotos und einige Seiten Papier. Subjekt Haruka Momose. Kunde F. Himino, Freundin. Relikt persönliches Foto. Details: Kunde und Subjekt waren Stammgäste des Cafés. Ein Gruppenselbstmord wurde zur Zeit des Verschwindens gemeldet. Zusammenhänge sind nicht bekannt. Anmerkung: Ein ruhiges, sanftmütiges Mädchen richtet sich gerne nach anderen Leuten. Oh, das ist nur eine Seite. Haruka Momose, verglichen mit dem Foto, auf dem sie mit Fuyui zu erkennen ist. Ist ihr Gesichtsausdruck hier eher trüb? Das ist sie? Hier ist sie aber doch viel älter, oder? Das andere Bild war besser. Miyu Hinasaki, noch eine Person, die auf dem Berg verschwunden ist. Ah, und das war doch die von ganz am Anfang, oder? Ich glaube, ja. Ja, Miyu Hinasaki, Kunde S. Iyama. Ja, denk schon. Pflegemutter, Relikt persönliches Foto. Details machte sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter, die seit der Kindheit des Subjekts vermisst wird. Ich meine, dieses Subjekt. Ich meine, es ist eine Person des Subjekts. Alles klar. Erwähnte den Hikami-Berg, ihrem Agenten zufolge. Anmerkung soll übersinnliche Kräfte besitzen. Kunde ist sehr besorgt. Ein Foto einer schlanken und eleganten jungen Frau. Das ist also Miyu Hinasaki. Ja. Ganz hübsch. Eine Kassette aus einem Anrufbeantworter. Auf dem Etikett zu erkennen sind ein Datum und der Name eines Kunden. Eine Akte einer vermissten Person namens Kazuya Sakaki. Hisoka hat den Namen schon mal erwähnt. Kazuya Sasaki, Subjekt Kazuya Sakaki, Kunde Renhoyo, Freund. Relikt persönliches Foto, Details verschwindet gerne für ein paar Tage von der Bildfläche, meldet sich nicht mehr, seitdem er losgegangen ist, um Leichenfotos für Ren zu sammeln.
Mögliche Kontaktaufnahmen abwarten. Anmerkung: Hinterlässt einen schlechten Eindruck. Ren sehr unähnlich. Ah, das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl. Wie heißt der? Kazuya Sasaki. Ich will immer Sasaki sagen, aber er heißt Sakaki. Ein Freund von Ren. Jedoch habe ich ihn persönlich noch nie getroffen. Ein Tagebuch lag hinten in der Schublade. Es handelt sich hierbei um Notizen über Kunden. Mann, wie viel hat sie denn da drin? Ich habe mich mit einer potenziellen Kundin getroffen. Es ist nicht bekannt, ob das Subjekt tot oder lebendig ist. Sie sagt, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo verlaufen hat. Vielleicht wartet sie auf Hilfe. Sie will ihr Haus nicht verlassen, da das Subjekt von alleine zurückkommen könnte. Ich bin aus dem Konzept gekommen und habe etwas Unangebrachtes gesagt. Ich habe sie, was sie tun würde, wenn wir ihre Freundin finden. Sie lacht, was? Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn ihre Freunde. Ach so. Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn wir ihre Freundin finden. Sie lachte und meinte, es gibt einiges, das ich ihr sagen will, wenn sie zurückkommt. Ihr Lächeln wirkte gezwungen. Die ganze Situation schien an ihr zu nagen. Ich sollte mich wirklich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich lasse Juri nicht gerne alleine, aber dieser Fall hat Vorrang. Ich habe keine Zeit zu verlieren, ich muss gehen. Also ist sie deswegen weg, oder? Komm. In dieser Akte wurden Fälle vermisster Personen festgehalten, die Hisoka angenommen hat. Haruka Momose, das ist das Mädchen, nach dem Fuyui gesucht hat. Vielleicht kann ich sie finden, wenn ich dieses Foto als Relikt benutze. Ich muss zum Berg. Ich will nicht zum Berg. Ich will da nicht hin. Ganz und gar nicht. Wir gehen. Wo gehen wir hin? Gehen wir hier runter? Wo geht's runter? Wir gehen da lang. Ich glaube, ups. Ich glaube, hier ist richtig. Hier ist besser. Ich habe das mit dem Drehen und so noch nicht ganz raus. Deswegen gehe ich manchmal so komisch. Wir sollten auch hier lang gehen. Nee, warte, hä? Wieso ist das die Hintertür? Hey, geht's doch nach links. Och, Mann. Hier wollte ich eigentlich als erstes hin. Aber okay. Genau, und hier ist ja der Laden, ne? Das heißt hier sogar Laden. Hisoka, diesmal werde ich dich retten. Mit Hilfe der Camera Obscura fand Yuri einige Fakten mit Fällen vermisster Personen, die mit dem Hikami-Bag in Zusammenhang stehen. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie. Nice. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich, auf den Hikami-Berg zurückzukehren und Hisoka zu finden. Okay. Das war das Intermezzo. Also, wir haben noch einiges vor uns auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, wie man die hier freischaltet. Vielleicht gucke ich mal nach oder so. Mal schauen. Ich will mal was anderes haben und wer weiß, wie das andere aussieht. So, das war jetzt aber das und deswegen gehen wir jetzt in den vierten Tropfen. Ja, wieder auf normal, würde ich sagen. Fuyui hatte nach ihrer Freundin gesucht. Einem Mädchen namens Haruka Momose. Der stand überall was. Ich habe das nie vorgelesen, ne? Ist ja, na gut. Das lassen wir, denke ich, mal wieder so.
Können halt das, was wir im Besitz haben. Ah ne, wir können die nicht. Ich glaube, ich habe schon mal versucht, die zu verkaufen, aber es geht nicht. Wir können da uns welche holen, ja. Wir können. Geht das hier? Nö. Aber das ist wieder mit Yuri. Das finde ich gut. Wir können auch mal die Kamera ein bisschen upgraden. Ja, bloß machen wir jetzt mal Go hier. Vierter Tropfen, Lockruf, Yuri Kosukata. Nachdem sie die Akte einer vermissten Person auf Hisokas Tisch findet, weiß Yuri, dass Hisoka sich auf die Suche nach Haruka Momose begeben hat. Dabei erinnert sie sich an Furis Worte, als die zwei am Schrein der Puppen vorbeigegangen sind. Haruka, sie ist hier. Mit ihrer Erkenntnis macht sich Yuri auf zum Schrein der Puppen. Sie hofft, mit diesem Hinweis Haruka ausfindig zu machen und so mehr über Hisokas Aufenthaltsort zu erfahren. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.